dann fangen wir an. So, ja, dann nach einer kleinen technischen Verzögerung herzlich willkommen hier wieder zu Zast, der Zockeranstalt. Hier mal wieder bei Forest. Geht das schon wieder los. Wer hat denn gerade angefangen? Du! Mach dich weg! Ja, bei einer weiteren Runde The Forest, ja, wie man unschwer da hinten an den ganzen Bäumen erkennen kann. Ja, wir sind mal wieder hier bei dem Spiel, mit dem alles angefangen hat, damals bei der ersten Truppe auch, bei unserem Aufnahme, als wir noch überhaupt keinen Namen hatten. Ne? Wir hießen, glaube ich, einfach nur Aufnahmeteam oder sowas, glaube ich. Keine Ahnung. Also wir hatten zumindest keinen offiziellen Namen, als wir The Forest gespielt haben. Wir waren einfach nur vier Leute, die zusammen gezockt haben. Und ja, haben ja wie gesagt, dass wir nochmal eine Runde spielen wollen zusammen, um nochmal das andere Finish zu sehen. Und da ja auch leider, wie ja letztens Kev nochmal gepostet hat bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe, der zweite Teil leider erneut verschoben worden ist, müssen wir darauf genau noch ein bisschen warten. Die Fortsetzung dieser Story hier, von der ich aber eigentlich sagen muss, dass sie sich selbst bis jetzt, obwohl wir das erste Ende schon mal gespielt hatten, noch nie wirklich erschlossen hat. Ja, die zweite Story dann, also die weitere Story dann spielen können. Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. So. Und jetzt machen wir weiter. Das letzte Mal hatte ja Kev auch ein bisschen technische Probleme, deswegen mal wieder. Die paar Sachen, die jetzt hier schon noch weiter gebaut wurden, glaube ich, ja, noch nicht so. Da haben ja dann Yvonne und ich noch alleine weitergemacht und fleißig das Lager weiter aufgebaut. So, jetzt genau. Machen wir weiter. Und ja, Kev kann ja auch noch mal ganz kurz ja, in seinem Video Hallo sagen. Heute mal ein bisschen aus der Quarantäne. Ich muss sagen, ich habe mich halt tatsächlich auch erwischt. Ich habe seit Dienstag hab ich einen positiven Test bekommen. Sprich, ich habe momentan sitze ich in der Corona-Quarantäne zu Hause. Markus, du kennst das ja auch, du hast das ja auch schon durch, das Thema. Also falls ich mehrmals husten muss, liegt es einfach nur daran, aber wie gesagt, mir geht's gut, ich bin geboostert und also geimpft, geboostert, volle Programm und mir geht's soweit gut, außer Husten habe ich eigentlich nichts. Also für die Leute, die sagen, hey, ich mach mir ein bisschen Sorgen, aber alles ist gut und ja, eigentlich sollte letzte Woche DBD noch stattfinden, das hat es sich dann spontan doch verschoben oder ist was ausgefallen, holen wir aber doch irgendwann mal nach und jetzt machen wir erstmal mit The Forest ein bisschen weiter und ja, freue mich, genau, dass wir wieder mit der Chaos-Truppe hier am Start sind. Ja, wie Markus tatsächlich schon ein bisschen angeschnitten hat, der zweite Teil sich verschoben. Es sollte ja eigentlich Richtung, ich glaube im Dezember sollte ja der zweite Teil eigentlich kommen. Das hat sich erstmal verschoben. Ich glaube, ich habe irgendwo als Info gehabt, Mai 23 ist bisher die Information. Oder was war das? Oder Mai 22 sollte stattfinden oder Dezember kommt, aber irgendwie sowas in die Richtung. Es sollte jetzt im Mai kommen und hat sich jetzt auf Ende des Jahres verschoben. So war jetzt, glaube ich, der Stand der Dinge. Genau so ist es, ja, so in die Richtung. Was mit Mai und Dezember? So ist es irgendwie. Genau, Mai 2022 fällt flach, genau. Ich muss jetzt gerade nochmal nachlesen. Und schauen wir mal, also einfach. Bis Ende des Jahres müsst ihr uns noch bei dem alten Teil zugucken. Genau so ist es. Hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen, dass wir bald ein bisschen mehr wissen. Und sobald wir irgendwas mehr wissen, gibt es auch schon finale Informationen. So. Ja, auch unsere kleine Abwechslung könnte sich ein bisschen verschoben. Ich habe nämlich jetzt gerade auch von der Baby noch erfahren, dass das Thema mit ihrer Festplatte sich noch ein bisschen verschiebt. Schade eigentlich. Aber ja, jetzt wollen wir erstmal The Forest und dann machen wir nächste Woche geht's dann mit dem Sonic Racing Team weiter, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe in der Reihenfolge. Ja, eigentlich schon, aber da können wir auch nochmal die Woche nochmal drüber quatschen, was wir da machen, weil da ist ja dann noch Ostern und da vielleicht ja, machen wir da irgendwie also Spezial. Ostersonntag werden wir nicht zocken, da ich statt jetzt arbeiten muss. Wenn es halt, wie gesagt, ich kann mich am Dienstag freitesten und hoffe, dass ich dann soweit wieder an Bord bin. Deswegen haben wir uns tatsächlich im Team auch so ein bisschen den Freitag um Ostern rum ausgesucht, da hätte ich frei und hoffe es mal einfach. Naja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Das machen. So. Naja. Aber stimmt schon, normalerweise wäre
Sonic Racing dran, aber vielleicht wollen wir uns irgendwie noch was Besonderes ausdenken fürs Ostern oder so. Mal gucken. Wissen wir noch nicht. Ja. Sind wir ja dann. Auf jeden Fall machen wir so oder so nicht jeden Sonntag oder nicht jede Aufnahmesession das gleiche. Das bleibt aber erhalten. Die Abwechslung kriegen wir auf jeden Fall rein. Ja. So. Oh, ich höre doch schon wieder einen von unseren. Ja, da rennen sie doch schon wieder hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh oh. Ein bisschen weiter jetzt gerade zu Fuß. Was war da? Oh, da steht einer. Es ist halt blöd, dass unser Zaun noch nicht fertig ist. Das wäre natürlich jetzt hilfreich. Da können wir jetzt einfach hier rein und zumachen. Naja, klar, das ist, darum war ich ja dran. Aber wir haben für uns fehlen jetzt noch 118 Baumstämme, ne? Ja, es war trotzdem weniger als beim letzten Mal. Wo ich überlege, was wir da gebraucht haben, um den Zaun, um das ganze Grundstück drumherum zu ziehen, die ganzen See da drumherum. Hm. Alter, da haben wir ewig nicht dran. Da haben wir, glaube ich, mehrere Sessions dran gesessen an dem Zaun. Ja. Vorsicht, Kev, du hast. Ich weiß. Ja, hau. Ich habe jetzt eigentlich nur abgewartet. Vorsicht! Monotau! Was? Achso, da. Seit wann können die denn bitte Bierflaschen werfen, Alter? Was denn da los? Wie würde jetzt Neo bei Matrix sagen? Upgrades. Ich hab ihn schon, den einen Typen. Aber das ist doch hier so ein, ist doch eh so ein Special-Typ hier, oder? Der so hell ist, ja. Die hatten doch auch irgendwie nochmal so verschiedene. Oder? Wenn ich mich nicht täusche und mich recht entsinne. Wenn die so anders farbig sind, dann sind die irgendwie. In Pokémon würde man jetzt sagen, shiny. Ich brenne. Ich will brennen. Was zum Henker geht bei denen ab? Hä? Das war der gruseligste Bug forever gerade. Der hat eine Weile getanzt bei mir. Ich habe jetzt nochmal zwei Arme hingehängt. Hingehängt? Hingehängt, ja. Hingehangen. Wie auch immer. So, ich probiere jetzt nochmal, ob ich da nochmal Beine. Ob ich jetzt mal Beine machen kann. Beinchen und Köpfchen. Und was ist denn das? Wieso werde ich denn hier ständig? Was macht ihr denn für Schmarrn mit mir hier? So, hängen wir noch ein bisschen was auf hier. Ach, wir haben. Da fehlt noch ein Rack. Warum ist da jetzt? Wo war denn das jetzt hier? Ah, oben, okay. So, da hängt noch ein Kopf. Trockengestell. Stellen wir noch eins auf hier. Naja, umso mehr, umso besser. Stöcker brauchen wir dazu noch. Okay. Hier liegen Knochen am Feuer, wenn jemand braucht. Na, mach doch mal das Feuer an. Hallo. Ich mach schon. Okay. Danke dir. Warte, ich hab auch einen Topf irgendwo noch. Wo kann ich den Topf da draufstellen? Also, nee, ne? Ja, kann ich. Das war nämlich das, was ich eigentlich das letzte Mal gemacht haben wollte, nämlich einen Topf mitbringen. So, muss man wieder speichern, damit wir nicht da irgendwie Probleme haben. Ich musste nämlich tatsächlich schon wieder neu anfangen, warum auch immer. Trockengestell ist fertig. Oha. Du hast denn aber heute, eigentlich ist das mein Job, sich anzuzünden. Ja, ich kam an mein Bein nicht ran, weil der Topf drauf stand. Da kam das Symbol nicht zum Essen.
Okay. Da muss ich drum herum gehen und dann bin ich halt zu nah dran gekommen. So, jetzt wird es wieder düster und dunkel und düster und dunkel. Ja, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass da welche Kreaturen in der Nacht kommen. So. Leer. Achso, gut, ja gut. Ich mach den mal voll und koch mal Wasser. Kann ich nicht aus dem Meer das Wasser nehmen? Nee, ne? Nee. Ja. Da brauchst du so einen Teich für. Ja gut, den haben wir ja nicht. Jetzt sind es wieder zwei Stücke. Ich dachte, ich hätte noch ein paar gehabt, aber irgendwie dann doch nicht. Das kann man doch auch abschließen, ne, das Tor. Naja, innen kannst du bestimmt irgendwas davor legen. Ja, hier. Warte mal. Oder ist es einfach zu, wenn... Also die kriegen das nicht auf, hä? Na, wenn zu ist es zu, denke ich mal. Okay. Gut. Wäre ja so ein Schwachsinn, oder? Mhm. Ach, du hast schon zu, hast schon gemacht, okay. So. Wir können aber auch da Totems anzünden, darum drumherum, dann könnten wir tatsächlich mal die ein bisschen abhalten. Ja, aber dann gehen die ja kaputt nach einer Zeit, oder? Glaube ich. Weiß ich nicht, auf die. Was kann man denn bauen? So. Mal wieder ein paar Zähnchen an meine Axt dran basteln hier. Bibi, was machst du für Schweinereien hier drin? Hast du das Beißert? Ja, das Bett, weiß ich. Was baust du da schon wieder, Kev? Kleines Bett. Neben dem Haus. Ja, klar, ich lief. Hör auf! Doch nicht neben dem Haus, Alter. Wir stellen hier nicht ein Bett irgendwo mitten in den Pampa, Alter. Ja, doch. Stellst du wenigstens rein. Alter. Ja, dann bauen wir was rein. Hilfe, ich dachte was. Ich vergesse das jedes Mal. Ich hasse das. Boah, bauen wir eine vernünftige Treppe hier hin. Das ist ja, das Problem ist, die kriegst du ja nicht mehr weg, die Treppe. Die kannst du ja nicht mehr abreißen, wenn die fertig ist. Das ist halt so ein negativer Teil von dem Spiel, so ein bisschen, dass man halt Sachen, die dann schon fertig sind, nicht mehr abreißen kann. Es sei denn, du machst cool. Schaden an. Ja, aber dann könnten ja auch die Dings und so Zeug ja kaputt machen. Du hast eine schöne Kopfhaut, Baby, muss ich schon mal sagen, ja? Alter. Was? Den Schrei gerade nicht gehört? Nö. Ist
klang gerade wie Baby, wenn sie während ihrer Tage Hunger hat. Na, du musst es ja wissen. Upsi. Aua. Wir können schlafen. So. Miteinander. So. Ein bisschen ausruhen, ja. Alter, sitzt du gerade auch hier, oder? Nee, ne? Warte. Ah, jetzt. Ich bin das. Ich bräuchte mal noch eine zweite Bank, oder? Warte mal. Jetzt habe ich was gehört. Eigentlich bräuchte ich mal irgendwas, um mein Leben zu erhöhen. Ich habe kaum noch Lebensanzeige. Hinten ist was Großes. Wo? Bisschen weiter, wenn du da jetzt in die Richtung guckst. Wenn du jetzt mal so rechts, rechts und rechte Wand steht, da steht eine, es stehen zwei von den Gebärenden. Ja, eine Virginia und ich glaube noch so ein fettes Ding steht da. Du hast nicht zwei Gebärende? Nee, ich glaube, das andere ist was anderes. Kartoffelhain, so Muschikos. Klingt so wie ich, wenn ich vom Feierabend nach Hause laufe. Die kommen direkt auf uns zu, aber die sind nächstes Arsch langsam. Das ist sicher eine optische Täuschung, dass die langsam sind. So, jetzt ist es fair 2 gegen 2, ich halte mich mal raus. Ja, ich gebe dir gleich, ja. Ich halte mich mal raus. Guck mal, da sind jetzt 3 Gewehre. Ne? Alter, okay. Entschuldigung. Ja, vor allem so wie dein Charakter aussieht, Kev, hat Baby erst vor kurzem gebärt. Ja, wahrscheinlich. Oh, Alter! Das war nicht so eine gute... sagen, ob das schon so eine gute Idee ist, sich jetzt denen zu stellen. Ja, das war nicht so eine gute Idee, weiß ich. Danke. Hilfe, ich geh mal weg, ne? Baby, ihr macht das schon. Krass, Baby ist aber hier. Mensch. Ja, gut, die kennt sich damit aus. Mit Gebärenden? Ja, stimmt. Ja, ja. Warum auch immer ich. Achso, ich hab Hunger. Sollte mal was essen.
Baby ist aber auch echt furchtlos, ey. Die geht da einfach hin und rein da und rauf. Und ja, ja, die macht das schon. Armsi heißt das Ding, oder? Bei Wikipedia. Ja. Armsi. Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist das, was ich eben gerade meinte. Ja, ich habe das verstanden, so beim ersten Durchspielen, ne, so mit Timmy und so, und das ergibt doch alles Sinn. Aber wie das hier zustande kommt, das hat sich nie aufgeklärt. Also die hier, weißt du, was ich meine, Kev? Vielleicht irgendwo ein Virus oder so, der irgendwo freigesetzt wurde, der den halt was gemacht hat. So. So, ich rüste mal weiter aus. Ja, Baby, du hast schöne Hände. So. Jetzt muss ich mal irgendwie gucken, dass ich noch mal einen Baum finde, damit die zweite Bank fertig ist. Damit wir zu dritt halt auch mal im Lagerfeuer sitzen könnten. Oder wollen wir halt wollen mal wollen wir erstmal hier schlafen eine Runde? Ja, gerne, miteinander, bitte. Miteinander? Ja. Auf ein paar Zeitschriften und zwei Kissen zu dritt. Na, warte mal. Man sollte nicht auf die Idee kommen, da durchzugehen. Ja, können wir machen, warte mal. Ich begrüße erstmal denjenigen, der da gerade live im Stream zuguckt. Ich habe jetzt gerade den Chat nicht offen. Trotzdem danke für die Nachrichten und fürs Reinschauen. Ja. Also, warte mal, das war anders geplant. So, ich rette auch gleich nochmal das Spiel. Ja, mache ich jetzt auch. Also nicht wundern, wenn es gleich bei euch schwankt. Nee, du weißt,